In Word lässt sich der Zeilenumbruch mit geschützten Leerzeichen oder auch geschützten Trennstrichen ganz wunderbar steuern und das geht auch in PowerPoint. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um nicht druckbare Zeichen oder Drucksteuerzeichen in PowerPoint. Wir starten mit Word, weil es sich dort besser verstehen lässt und wechseln dann zu PowerPoint und schauen uns genau an, wie das dort funktioniert. Zunächst mal in Word. In Word ist es möglich, dass wir Drucksteuerzeichen ein- und ausschalten bzw. sichtbar machen oder nicht sichtbar machen. In PowerPoint geht es leider nicht. Hier in Word findet ihr das unter Start im Bereich Absatz. Und über dieses Absatzmarkensymbol alle Anzeigen können wir sehen, dass hier zum Beispiel ein nicht druckbares Zeichen, nämlich ein Leerzeichen ist, oder auch hier ein nicht druckbares oder auch Steuerungszeichen, nämlich die Absatzmarke. Ich schalte es mal wieder aus. Und in Word haben wir da einen ganz wunderbaren Überblick. Wir können nämlich über das Menü einfügen und dann hier ganz rechts außen Symbole, Symbol und weitere Symbole, gibt es ein Register Sonderzeichen und dort findet ihr alle möglichen nicht druckbaren Zeichen. Ich habe das hier mal in die Word-Datei reinkopiert. Hier wäre zum Beispiel das geschützte Leerzeichen, Steuerung, Umschalt, Leertaste. Also ich sehe hier auch die Tastenkombination oder auch der geschützte Trennstrich mit Steuerung, Umschalttaste und Unterstrich. Also hier in Word ganz wunderbar über Tastenkombinationen oder eben auch übers Menü erreichbar. Und wofür kann ich das jetzt zum Beispiel verwenden? Ich habe mal hier ein Beispiel gemacht. Der Fristbeginn ist im Bürgerlichen Gesetzbuch im Paragraph 187 geregelt. Und dieses Paragraph 187, da möchte man eigentlich nicht, dass das getrennt wird. Und man muss aber ja ein Leerzeichen dazwischen schreiben, weil man möchte auch nicht, dass es so aneinander geklebt ist. Und wenn ich jetzt hier das Leerzeichen schreibe, dann wird unter Umständen an dieser Stelle eben Paragraph und 187 auseinandergerissen. Und statt diesem normalen Leerzeichen kann ich jetzt, wir haben das hier oben gesehen, über Steuerung, Umschalt und Leertaste, Steuerung, Umschalt und Leertaste, ein geschütztes Leerzeichen einfügen. Und ich mache das mal sichtbar. Man sieht es dann auch sehr schön, das ist hier so ein kleiner Kringel, so wie man das hier eben auch sieht. Und das gibt es im Prinzip in PowerPoint auch, nur mit ein paar, ich sag mal, Einschränkungen. Ich wechsle mal zu PowerPoint. Und zwar ist die erste Einschränkung, ihr könnt die Zeichen, die nicht druckbaren Zeichen, die Drucksteuerzeichen hier nicht sichtbar machen. Ich weiß also nicht genau, was das für ein Zeichen ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist ein normales Leerzeichen. Und ich möchte jetzt an diese Stelle ein geschütztes Leerzeichen bringen. Es gibt ein Programm, das heißt Zeichentabelle. Das könnt ihr in Windows aufrufen, indem ihr zum Beispiel hier unten in den Suchbereich klickt und dann Zeichentabelle eingebt. Ich rufe das hier gerade mal auf. Ihr seht, das ist jetzt also dieses Programm Zeichentabelle. Und wenn man da so ein bisschen durchschaut, dann sieht man, es gibt hier ein Zeichen, das nennt sich Dauerleerzeichen. Ja, schlecht übersetzt, mal so, aber im Prinzip ist das das Zeichen, das wir brauchen. Ich habe uns das hier auch mit reinkopiert. Und da sieht man, dass man dieses Zeichen aufrufen kann über die Tastenkombination Alt und 0160. Also man könnte es entweder hier durch einen Doppelklick aufrufen und dann eben auswählen und kopieren und dann hier einfügen. Das ist mir aber zu umständlich. Und ich möchte das jetzt einfügen, indem ich das Zeichen, das da im Moment steht, das Leerzeichen markiere. Und dann drücke ich die Alt-Taste, halte sie fest. Und jetzt drücke ich auf dem Nummernblock 0160 und an dieser Stelle wird nicht mehr getrennt. Ich kann das Zeichen auch mal markieren und ich kopiere es mal mit Steuerung C in die Zwischenablage. Gehe mal in Word und füge es mal hier ein. Und ihr seht, ne, hier können wir ja die nicht druckbaren Zeichen sichtbar machen. Es ist also tatsächlich dieses Zeichen, dieses geschützte Leerzeichen. Jetzt werde ich hin und wieder gefragt, wie ist es denn mit dem geschützten Trennstrich? Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn ich eine Firmenbezeichnung bzw. eine Abteilungsbezeichnung habe, hier KF-Z, und ich möchte nicht, dass das auseinandergerissen wird. Dann möchte ich also an dieser Stelle
keinen normalen Bindestrich, sondern ich will einen geschützten Trennstrich oder auch geschützten Bindestrich. Und das ist leider etwas, was ich in der Zeichentabelle nicht gefunden habe, aber in der Hilfe bei Microsoft findet man, dass man dieses Zeichen über die Alt-Taste und 8209 einfügen kann. Also ich mache das mal hier auch. Ich drücke die Alt-Taste und dann wieder auf dem Nummernblock 8209. Und dann seht ihr, jetzt habe ich ein Trennzeichen und an dieser Stelle wird nicht mehr getrennt. Also ich habe einen Bindestrich und an dieser Stelle wird nicht mehr getrennt. Und damit haben wir denselben Effekt. Also ihr seht, auch in PowerPoint gibt es diese Zeichen viel, viel weniger komfortabel als in Word. Aber wenn man sich merkt, Alt 0160 für das geschützte Leerzeichen und Alt 8209 für den geschützten Trennstrich, dann geht das doch relativ schnell. Ich hoffe, das hilft euch in PowerPoint weiter, wenn ihr noch mehr zur Zeichentabelle wissen wollt oder auch zu anderen nicht druckbaren Zeichen. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich antworte da immer gerne. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert auch den Kanal und am besten ihr empfehlt die Videos weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.